Shit, jetzt habe ich Ging nichts mehr. die Ding nicht umgestellt. Okay. So wie. Achso, du hast da gar kein 24 Stunden Disconnect. Ich muss hier erstmal wieder umstellen, was man alles machen muss, das Stream. Gut, ich bin bei Vodafone. Ich habe den 12 Stunden Disconnect. 10 Minuten Disconnect. Ja, alle 10 Minuten Internet weg. Beste. Kurz mal hier auf Assetto Quasi gehen hier. Aber geil, man, hast du ja gegönnt beim Griechen, so muss das sein. Danach Schlafkoma. Richtig so. Ja, dann sitzt du da und kommst nicht weg. Ja, macht ja nichts, lass sich das ein bisschen Spaß haben, die Weiber, lass sie unterhalten da. Ich probier mal mit dem Focht wieder hier. Ich fähr feins Focht und komm nie wieder. Aber die Immersion oder dieses Feeling von AMS-2 bekommst du echt in den GTE-Fahrzeugen. Im Aston Martin enorm und im Ford noch ein bisschen mehr, aber der ist zu stabil davor im Vergleich zum Aston Martin. Ist echt krass. Ich habe mich echt gefühlt zwischenzeitlich wie in AMS-2. So vom Okay. kurzen Feeling her, so mit der Strecke. Was, die sind mal da gefahren, sind mal hier gefahren und nach einer Zeit fährst du einfach. Das ist krass. Also, ich fahre sie nicht gut, aber es gibt echt Situationen, wo mich daran erinnert haben. Jen schaut zu, ja, schaut halt mal von der Couch aus zu. Normalerweise schaut er halt von der Leitplanke zu. Ich weiß schon. Na klar. Einmal zuschauen. Virtuelle. Ja, bestimmt ein Bot. Wie Umzug. Wo geht's denn hin? Ich hoffe doch raus aus Bayern, dass ich los bin hier, Dave. Was? Jetzt war der einmal für eine Woche in Kroatien und will direkt dahin? Ja, wäre doch jetzt nicht so schlimm. Kann ja von da aus auch fahren. Der hat sich bestimmt mit seinem Rig am Strand ein Mädel angelacht. Ich sag's dir. Das ist doch schön. Ach so, schön, wenn er das gemacht hat. Gönn ich ihm. Das kommt doch nicht einfach alle der andere. Gestern erst zwei Runden mit dem gefahren oder so. Oder drei. Erzähl doch keine Geschichten hier. Was ist mit dir, Gino? Also, willkommen bei Gino TV. Yo. GZ? Ich habe vor ein paar Tagen auf der alten Strecke gegrindet, ne? Ich habe mir ein neues Auto ausgesucht und bin immer mal so eine Sekunde lang schneller gefahren, dass ich ein bisschen Geld grinde. Absichtlich. Na klar. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Na klar, absichtlich. Deswegen habe ich ja 100k. Ja, das sieht man ja nicht, wie viel du hast. Ich sehe nur meinen eigenen Achso, Kontostand. ich bin arm, ich habe 10k nur. Ich wollte gerade bremsen. Ich Bock da oben zu drehen. Ja, so wieder reinkommen ist eine Katastrophe. Hey, ich bewege mich da unten. Ein bisschen laut, oder der Motor? Aber ist auf 60 hier. Steht schon mal eine Zeit von gestern da. Die ist das schlecht mit dem. Schlechteste Zeit von allen. Ja, seid ihr wahrscheinlich schon ausgiebig gefahren, oder? Ja, ich 100 Runden halt. Mit dem BMW halt. Und dann mit dem Aston Martin nochmal 17 oder 20 und mit dem Ford 4. Aber ich hab keine Ahnung, ich hab einfach nur gelabert währenddessen. Aber kennt's.
Ich habe es in zwei Etappen mich das Ganze gefahren. Den Videobreak. Und da ist man emotional schon ziemlich kaputt. Jetzt kannst du mir direkt Fragen stellen, Technik. Du möchtest darüber. So. Naja, zu dem Ganzen. Ich meine, du hast mir geschrieben, das ist ja auch okay. Du könntest mir direkt Fragen stellen. Kannst du mal eine, ja, mal eine Frage. Ich bin jetzt nicht unbedingt bitter, was das angeht, als vorhin. Also. Sogar noch schlimmer. Keine Ahnung, was ich dir dazu sagen soll. Das ist natürlich, stelle ich mir das doof vor, wenn man es gewohnt ist, dass jemand da antwortet oder eine Reaktion kommt und du bist die ganze Zeit da, redest ins Leere. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn man sieht, dass es leer ist, aber nicht, wenn man sieht, dass es voll ist, weißt du? Und das ist ja einfach nur, es sind halt viele Fake-Zahlen und ich komme mit diesen Fake-Zahlen ja nicht weiter. Egal ob Partnerschaften, Support, irgendwas, ist halt schwierig. Außerhalb. Darum geht's dann, es ist einfach nur kacke, ich muss diese Scheiße loswerden, weißt du? Ich muss diese Fake-Scheiße loswerden. Darum geht's mir halt einfach. Ja, kann man, also ich habe ja auch, also ich weiß, die Diskussion ist schon oft aufgekommen und ich habe mich da eigentlich immer rausgehalten, weil ich bin ja Twitch-Noob und ich habe auch gemerkt, wie du darauf reagierst. Ja, ich habe eigentlich versucht, es zu ignorieren und gedacht habe, es löst sich halt irgendwann, weißt du? Aber dadurch, also, dass ich jetzt auch Probleme bekommen habe mit anderen Firmen oder mit der Plattform selbst, geht da nicht mehr, ich kann es nicht mehr ignorieren. Ich bin da quasi gefleckt. Ich bin da quasi negativ angesehen. Wegen dem. Also ich habe Schmeiß dich doch mal raus. Bink geht da nicht. Geht da nicht, was nicht? Ich kann jemand rausschmeißen. Das geht ja nicht. Fangen wir mit Dave an. Wir müssen ja so ein Testobjekt. Nee, das geht halt nicht. Man kann trotzdem schauen. Egal, ob man gebannt ist oder nicht. Das geht nicht. Wenn es so einfach wäre, hätte ich schon gemacht. Auf jeden Fall, egal was ich mache und tue, dieser Status bleibt halt. Dieser Kanal ist einfach negativ. Quasi Verweis habe ich bekommen. Mehrere schon. Deswegen. Ja, dann mach doch einen neuen Kanal oder wechsel die Plattform. Genau. Das ist ja der Plan. Das sage ich auch in dem Video. Aber dir geht's darum, dass du, dass dir das zu anstrengend ist, 24 Stunden zu streamen und darum geht's nicht, sondern es geht einzig und allein darum. Ist mit dem Stream habe ich 24 Stunden, in denen du streamst oder in den. In den 4 Stunden, in denen du dann auch mal wach bist. 2 Stunden bitte, gell? Nicht untertreiben. dass dann halt keine Rückmeldung kommt irgendwie. Nee, auch nicht. Wenn die Leute so mute sind und alles real ist, ist alles kein Problem, aber es ist ja das meiste nicht real. Darum geht's auch nicht. Ist mir scheißegal, wenn keiner da ist oder wenn Ding ist, ist mir wurscht. Es geht darum, dass die Sachen halt nicht real sind. Dass Fake-Leute da sind. Oder nicht existente Leute. Darum geht's halt. Und die beeinflussen alles Negative. Die machen die Zahlen kaputt, die machen alles kaputt. Die tun Leute abschrecken, die tun... Aber das verstehe ich nicht. Also wenn du da Bots drin hast, ne? Das sind ja die Fake-Leute, das nächste Mal. Ja, genau. Ja. Die kannst du doch bannen. Aus dem Chat, aber die sind trotzdem noch da. Du kannst Leute bannen, aber du kannst nur nicht mehr im Chat teilnehmen. Und machen sie eh nicht. Wenn du einen Menschen bannst auf einem Kanal, ja, die kann er den. Dann aber auch doch nicht als Viewer. Doch. Ja, doch. Du kannst den einen Viewer bannen. Er ist ganz normal da. Er kann nur nicht mehr am Chat teilnehmen. Das war's. Er kann gucken, alles. Das ist halt alles free. Er kann alles machen. Nur nicht mehr chatten mit dir. Das ist halt nicht so einfach. Ja, und wie wäre das bei einer anderen Plattform? Da ist das Gleiche. Die haben andere Technologien. Das kannst du zum Beispiel bei YouTube nicht machen. Oder bei Facebook. Oder was weiß ich, was ich will. Die haben, laufen über eine andere API. Das geht halt dann nicht so einfach.
ich weiß es gar nicht, wie ich es dir sachlich erzählen soll, weil du... Weiß nicht, also mir geht es nicht ums Geld, mir geht es nicht um irgendwas. Mir geht es darum, dass das halt einfach falsch ist, was hier läuft und ich dadurch schon angezählt wurde. Du bist in einer Firma und stehst kurz zum Rausschmiss, hast Verweise bekommen und bei jeder Kleinigkeit, wenn was ist, bist du weg. Was wolltest du denn noch da? Weißt du? Was sollst du noch da? Du versuchst ja. Hilfe, es interessiert sich keiner. Sie sagen nur, du bist verwarnt. Erneut. So, ja, so ist das halt. Zumindest. Kannst du nirgends bewerben, was du machst. Ja. Genau. Und ich habe auch andere Leute gebeten, dass sie das melden machen. Haben sie auch gemacht, aber keine Ahnung. Ich kann es. Geht nicht. Ich brauche halt Geld, damit ich das untersuchen kann. Das habe ich nicht. Aber im Endeffekt ist ja egal. Ich probiere nach langer Zeit etwas und fertig. Ja, das ist jetzt wurscht, Jens. Ich probiere jetzt was und fertig. Auch wenn ich dir melde oder nicht, dieser Verweis oder wie auch immer das nennen möchte, das habe ich dir vorhin gesagt für ein Wort, ist immer noch da, was den Kanal angeht. Was ich finde, ich halt nur scheiße, weil ich habe mir 8 Jahre lang Mühe gegeben, natürlich mit Pausen oder so, um das Beste zu machen, um alles zu geben, um einfach die Leute zu unterhalten. Und ich habe meine Art an sich halt nicht so viel verändert. Ich bin halt gewachsen mit dem Ganzen. Ich habe mich halt angepasst an mich und an Leute, die da sind. Aber bin im Endeffekt immer der geblieben. Im Rahmen, wo ich halt dann mich wohlgefühlt habe. Klar bin ich oft auch aus meiner Komfortzone raus, was auch einem Menschen erlaubt, ein bisschen was Neues zu sehen. Was stehen denn für Plattformen zur Auswahl? Es geht im Endeffekt nur Twitch. Es gibt eigentlich keine andere Plattform. 99%, ja, 99% des Marktanteils hat Twitch. Es gibt keinen Plan B. YouTube kommt nicht in Frage. Da, wenn du bei YouTube... Warum nicht? Ja, da wirst du zu schnell gebannt. Wenn du selber YouTube-Videos schaust, wo irgendwas ist oder selber irgendwas sagst, das ist zu krass. Da wirst du sofort gebannt. Da hast du gar keine Chance. Also das ist ja... Selbst Ung ist davon weg, weil er YouTube geliebt hat. Aber das geht nicht. Da bist es noch schlimmer. Da hast du gar keine Chance, sowas zu machen. Genau, du sagst, dass eine andere Plattform ist halt ein anderer Kanal, ist quasi wie ein Neuanfang. Also anderer Name. Du bist dann nicht mehr gefleckt, was es angeht. Ja, sehen die einmal deine Man-Boobs, wissen sie doch, dass du das bist. Ja, dann sind sie ja entzückt. Natürlich wissen sie, dass ich es bin. Aber es geht ja nicht darum. Es haben viele schon so ein Problem gehabt, aber nicht so lange sind es auch losgeworden. Ich habe auch mit denen gequatscht oder geschrieben. Geht da nicht so einfach. Manche haben es auch offiziell gemacht und gemeldet auf Twitter, auf Instagram, alles Mögliche. Aber das ist mir zu viel publik, der ganze Scheiß, weißt du? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich probiere jetzt was und fertig. Und wenn das geht, gut geht, geht's gut, ansonsten ist es auch egal. Ich habe 8 Jahre und Tausende von Euros hier reingesteckt und ich habe halt quasi. Mein Traum ist explodiert und zerplatzt. Ist so. Keine Ahnung, wer da Auge macht, wie ich schon im Video gesehen habe. Gibt halt immer Feinde und nichts gerne im Leben.'s schon. Ja,
45.09. Ja, keine Ahnung. Wir kriegen das schon hin. Also, wo du mit rechnen musst, ist ja auch... Ja, gut. Ja, nee. Ist ja Quatsch. Ist ja nicht das Problem. Im Endeffekt ist es mir egal, auch wenn nur eine Person da ist oder zwei Leute da sind, das hilft mich nicht. Wenn die zwei echt sind und ab und zu mal schreien, sich unterhalten, müssen sie ja nicht, aber können sie ja, weißt du? Lieber habe ich es klein und echt anstatt groß und fake. Was bei Boobs ist egal. Was war als Bild? Und ich habe über die Jahre viel gemacht. Ich kann auch nicht sagen, ich habe es probiert, ich gebe auch nicht auf. Ich probiere nur eine andere Möglichkeit. Ja, was heißt probieren? Was willst du erreichen? Willst du wirklich... Das klingt ja so, als wenn du mit dem Ziel dran gehst. Keine Ahnung. Was ich erreichen möchte, einfach für Leute da sein, ein bisschen mit denen Spaß haben, fertig. Und, ja, und auch, um auch Progress haben. Das hast du doch. Wo Progress haben. Achso, ja, auf der Plattform, wo ich mich befinde. Keine Rückschritte, auch Progress. Keine Fake-Sachen. Also sowas. Erfolg haben. Nicht Erfolg, real haben. Nicht, keine Fake-Leute. Hast du doch. Ich komm mir gerade voll wie so ein Idiot vor, wenn ich versuche, das dir zu erklären, komme ich mir gerade irgendwie so vor, als ob ich. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Es ist gerade sehr falsch Richtung geht das Gespräch gerade. Aber wirklich krass. Ich weiß nicht, was ich jetzt dagegen jetzt sagen soll mit Erfolg. Ich sag dir, es sind Fake-Leute da, die ich nicht da haben möchte. Ich möchte die loswerden. Egal, ob von den Fake-Leuten 5 oder 6 echte da sind, das ist ja nicht die Lösung des Problems. Weißt du, ich meine? Das ist ja nicht die Lösung des Problems. Wenn 100 falsche sind und 5, 6 gute, was bringt mir das dann im Endeffekt? Wenn die anderen trotzdem stören und andere vergraulen, weißt du? Dass es nicht wächst, immer kleiner wird. Und ich würde vielleicht auch mal gern irgendwie so einen Vertrag mit irgendwas machen, wo wir dann vielleicht ein bisschen profitieren können als ganzer Kanal. Nicht nur ich, sondern wo ihr vielleicht irgendwelche Spiele kriegt, Prozente, irgendwas, wo ich euch mehr geben kann. Aber das geht nicht, weil es einfach falsche Leute da sind. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Schwierig, also. Weiß ich nicht, Technik. Ich Bots, weiß, was du meinst. Ghost Viewer oder sonst was. Scary, also Fake, das ist alles das Gleiche. So, aber die jetzt alle anzuschreiben, ist halt viel Aufwand. Also zu melden. Genau, das mache ich nicht. Deswegen mache ich es anders. Und wenn du jetzt einen neuen Kanal machst, ja, kommen die ja auch wieder. Das ist nicht sicher, weil die sind auf solchen Kanälen programmiert teilweise. Ich weiß nicht genau. Das muss nicht sein. Das kann sein, muss nicht sein. Ja, aber ein Versuch ist es halt wert. Ist so. Dann ist es halt so. Dann muss ich halt... Definitiv wieder. Das weiß ich nicht. Also Bots, ich erstelle meinen Twitch-Account und kriege automatisch 3 Follower. Von denen einer der Commander Root oder der Commander Root ist der Statist. Und another Twitch-Viewer ist auch ein Statist. Es sind 4 Bots, die immer da sind, die legitim sind. Der Commander Root, der another Twitch-Viewer und noch 2. Ich weiß nicht mehr die Namen. Die sind alle okay. Die zeichne Statistiken auch von Twitch. Weißt du? Das ist ja okay, das ist ja normal. Geht doch nicht um die. Das sind offiziell anerkannte Statisten oder Sachen, die aufzeichnen, das Ganze.
Und auch von diesen Seiten da, wo es immer außerhalb gibt. Da gibt es auch immer. Das sind einfach so Statisten, die das alles aufzeichnen. Es kann einem egal sein, was natürlich auch egal ist, aber es gibt gewisse Nachteile, dass du halt nicht weiterkommst. Als Beispiel, wir hatten 9.880 Follower. Jetzt haben wir heute die 9. Jetzt haben wir die heute unter die 9.700 gerutscht. Okay. Die Leute hassen mich, weil ich jetzt 24/7 online bin und 4 oder bis 6 Kameras habe. Von mir aus ist mir egal. Aber ich würde mit der Zeit auch ein bisschen progressen. Das heißt, ich habe schon so ein paar kleine Anfragen bekommen. Hey, schau mal, hast du Bock, das zu machen oder mitzumachen? Da geht es immer darum, dass du ein paar Sachen bewirbst und ein paar Sachen verkaufst. Was ja auch legitim ist. Das ist ja okay. Versuche ja auch ein bisschen was Wirtschaftliches zu machen, wo ich ein bisschen was bekomme. Damit ich halt meine Kosten zahlen kann. Und das kann ich halt nicht machen, wenn diese Fake-Dinger drin sind. Und jeder, der nur ein bisschen Ahnung hat, sieht sich das an und sieht das halt, weißt du? Ich kann mich ja doch nicht präsentieren außerhalb, solange es so ist. Und viele kommen auch und schreiben mir, hey, was soll das? Wieso tust du da einen Botten? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das schreckt andere Leute ab. Und dieser beschissene Markt ist so hart, dass es viele fangen an zu streamen. Das sind ja 8 Millionen oder so insgesamt. Und dann ist ja diese Missgunst sehr, sehr ekelhaft. Die hocken dann da 2-3 Stunden. Hocken dann 2-3 Stunden damit, oder 10 Stunden oder 4 Wochen, was auch immer sich auch gemacht hat, mit 1-2 Viewer, wenn überhaupt. Und dann sehen die da, was ich da habe, die ganze Zeit irgendwelche Leute. Und bin vorne in der Statistik, weißt du? Und dann ärgern die sich, weil die Leute nicht auf sie draufklicken, sondern auf mich, weil ich vorne stehe. Es hat ganz, ganz schwierig das Ganze. Es hat sich halt über die letzte Zeit entwickelt. Lange Zeit, weißt du? Es ist schwer, das so. Und dann schlägt ja auch die Leute ab. Selbst die Leute, die hier waren und auch alles okay finden, die hat das halt auch abgestreckt. Und ich möchte halt keine falschen Leute da haben. Nicht wirklich, wer die kann sagen, ja, danke, wer könnte sich denken? Genau, ja, was auch Jen schreibt. Also, das ist jetzt aus einem Standpunkt aus gesehen die Nachteile, weißt du? Es gibt aber noch 4-5 verschiedene andere Sichtweisen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich jetzt zu einer gewissen Schiene reingedrängt werde, was ich gar nicht will. Ich möchte da nicht reingedenken in so eine Schiene, was ich mich hier rechtfertigen muss, was ich gar nicht will, weil es nicht so ist. Ich möchte einfach, dass es legitim abläuft und nicht mit irgendwelchen komischen Fake-Leuten. Die immer da sind, ist ja okay, für die ändert sich ja nichts. Ich mache woanders weiter, die können kommen oder auch nicht, weißt du? Ist ja okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einen neuen Namen für dich basteln. Nee, müsst ihr nicht, das ist alles schon fest. Echt? Sicher ist es fest. Ich habe mir ein paar überlegt und fertig. Ich tue da. Nimmst du keine Vorschläge aus der Community an? Nee, so ein Ding. Ich habe viele Vorschläge gehabt die letzte Zeit und es ist nicht gut gegangen. Nee, nicht in letzter Zeit, über die Jahre. Das Gags, genau. Ja, dann schlag mal vor, Technik. Natürlich nehme ich Vorschläge an, aber es ist, falls es so ist, sind schon 2-3 Sachen, die vorgeschlagen wurden, sogar von der Community, für die ich mich entschieden habe. Die ich aber nicht sagen kann, weil sonst werden die registriert und dann kann ich sie nicht mehr machen. Aber kannst du mir ein paar vorschlagen? Nee, dann um Gottes Willen. Wenn die jetzt vorgeschlagen werden, werden sie verbraucht. Aber einfach so als Spaß, mach halt, sag mal ein paar. Ist doch scheißegal, ob es real ist oder nicht. Nee, fällt jetzt nichts ein. Keine Ahnung, ich mach. Ja, dann, wenn dir was einfällt. Quatsch. Ich weiß, deswegen passt ja alles.
Und ich weiß, dass du auch gesagt hast, du hast keine Vorschläge an, weil ich manchmal nicht annehmen, na klar. Aber Pink hat es vorhin schon ganz gut geschrieben. Pink und Jens verstehen schon generell, was ich so möchte, weil Pink kennt sich aber auch ein bisschen besser aus, was das Ganze angeht. Und Jens hat es auch auf den Punkt gebracht gerade, was er geschrieben hat, wegen den ganzen Nachteilen. Ich kann das nicht. Ja, ich musst verstehe du ja nicht. Das auch. Ist schon klar. Ja, dann ist doof. Also. Nein, darum geht's ja nicht. Man kann es halt auf verschiedene Sichtweisen sehen. Das hat nichts mit doof zu tun. Darum geht's ja nicht. Und ich find's halt traurig, dass das halt so enden muss nach so vielen Jahren. Ja, genau. Scary. Und diese Reichweite und Geld bekommen die nicht, weil durch diese Bots, die da sind, oder Ghost Viewer, wie ich sie nenne, weil Bots finde ich einen beschissenen Namen, kommen andere Leute nicht. Und ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber ich bin da auch eine Zeit lang, man wird auf dieser Plattform halt als negativ angesehen, angestempelt, und dann geht es halt nicht. Ich habe zwar noch kein Shadowban bekommen, weil Shadowban ist so, dass du nicht mehr in der Liste erscheinst, dass du nur noch für die Follower da bist. Aber sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht, weil letztens kam schon welche, hey, du bist online, sag ich, ich bin immer online, aber ich habe das jetzt gesehen, ich habe nie eine Benachrichtigung bekommen. Gibt es öfters sowas? Weißt du? Okay, noch nie gehört. Shadowban hört sich an wie so ein... Das kriegen die Slots, die Slotstreamer. Das kriegen die Slotstreamer. Weißt du? Das kriegen einfach die Slotstreamer. Damit sie halt das nicht so verbreiten, weil es dann nicht immer gern gesehen ist. Je nachdem. Ja, das ist ja auch okay, wie Scary. Das ist aber halt je nachdem auch nicht die... Machen halt andere halt anders dann. Ja, genau, aber der hat zumindest geschafft, dass er 1200 Echte hat. Und bei mir ist es andersrum gewesen. Ich weiß nicht die ganze Zahl, ich hatte, je nachdem was ich gestreamt habe, 120, 130, 140, 150 Zuschauer. Echte. Jetzt ist es genau andersrum. Ich habe ein paar und der Rest ist das Dings. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Und dein Ansehen, was man eigentlich sagen kann, man kann drauf scheißen, sinkt auf der Plattform, in der Community, bei den anderen Streamer, was eigentlich, man kann sagen, man kann drauf scheißen, aber man lebt von dem Ansehen, weißt du? Man lebt halt davon. So, ich fahre nur ganz gemütlich wieder, weil ich Chatlin da lese. Ist okay ist. Ja, ich merke schon. Machst einfach nur ein bisschen Druck hinten und. Ja, du fährst eine beste Zeit nach der anderen damit. Steht nee, hier bei mir. Ich lerne ja ganz langsam die Strecke ein bisschen kennen, also. Die Kurve ist krass, die nächste. Man kann so krass brettern mit dem Ding. Du kannst hier quasi so brettern und so rausfliegen hier. Und dann wieder die, komm eben. Ich hänge einfach gerne am Arsch. Ja. Hey, Hilfe. Kommen immer neue rein. Das ist nicht so einfach. Der Dave weiß noch gar nicht, dass es jetzt hier um Geld geht, ne? Dass wir leveln und... Ich hab vorhin nur mal kurz erwähnt, hey, wir haben jetzt Speedtracker drauf und irgendwas mit Geld, aber ich glaube, der ist eben abwesend, hört nicht zu.
Der schwärmt noch mit den Weibern in Kroatien. Seitdem der im Urlaub war. Gell? Ja. Alle sagen das. Ja. Ist halt nur ein bisschen traurig, die Entwicklung. Es ist ja halt kompletter Rückschritt. Weil man kann sich ja die Zahlen anschauen, wie viel Minus pro Tag ist, und damit kannst du auch nichts machen. Und ich hab mir gedacht, bei diesem 24-7-Stream, das ist immer so, es kommen mal ein paar her, sagen Hallo, mal hier, mal da, was teilweise auch so war, aber es sind halt mehr verschwunden, als gekommen sind. Um es ganz klar in Zahlen auszudrücken, es sind quasi über... Also es sind sogar mehr. Es sind über 1000 echt Leute komplett weg oder fast 2000 Leute komplett echte Leute komplett weg im Vergleich zu vorher. Unabhängig vom WoW jetzt. Achso, mein Tablet muss ich auch anmachen hier. Oh, warte, ich kann gar nicht drücken hier, scheiße. Die Kurve dann drücken. Gute Idee. Das alte Tablet nicht gefunden, hast du gesagt, ne? Wow. Jetzt habe ich auch Tablet. Ich fahre nur noch mit Tablet nebenbei. Ja, ich habe es eigentlich auch immer direkt vor mir, weil ich sehe auch die ersten unteren 10% vom Bildschirm nicht. Das ist nur das Tablet. Was ich auch nicht muss. Also ich fahre nur noch mit Tablet und Headtracker. Und dann fahre ich eigentlich auch nur noch DRM. Also alles andere ist Schmutz. Doch leider, Scary, das kommt sehr, sehr oft vor. Sei es ein anderer Streamer, der dann im anderen Stream über dich redet. Das war schon... ich werde auch keine Namen oder irgendwas sagen. Das ist ja scheißegal. Streamer XY, Partner hin oder Partner und was weiß ich, redet dann über dich und sagt dann, hey, du tust absichtlich Botten, dies, das. Und bla bla bla. Also das ist echt so, was du nicht vorstellen kannst. Und wenn Leute hier reinkommen und zuschauen und dann sind 90 Leute oder 100 Leute da und kein einziges Schwein ist, hat irgendwas im Chat, gehen die wieder. Wenn dann zwei der Leute da sind, versteht man das. Da schreibt ja keiner was. Also im Endeffekt, was jetzt Ding ausgerechnet hat, wie heißt du nochmal, Jens? Wie viele sind jetzt echt? Jetzt muss man nochmal die Zahl kurz nennen. Ich habe das gerade hier bei des Fahrens verpeilt ein bisschen. Ist aber so scary, ne? Ja, das ist doch okay, schau mal. Und 11 ist nach 8,5 Jahren Streaming, finde ich, ein kompletter Reinfall. Nach 10 Tagen, nach einem Monat, vielleicht nach einem Jahr, okay, aber nicht nach 8,5 Jahren und nicht nach 24-7. Ein Jahr lang, 309 Tage, was haben wir hier? Ist 11 keine Zahl, mit der man was anfangen kann. Und wenn da 11 stehen würde, kein Problem. 11 Leute, davon schreiben 2 oder einer oder gar keiner, ist auch egal. Ich sehe so viele Chats, die haben 300 Leute und da schreibt kein Schwein was. Und bei mir beschweren sich viele, aber ist ja egal. Aber bei mir weiß ich ja, dass es halt ist, wie es ist. Ich richte mich auch noch nicht nach anderen, ich richte mich nach mir. Manche haben halt nur die linke Hand frei, was willst du machen? Schwierig, ne? Das verstehe ich halt auch. Irgendwann tut ihr alle auch weh und dann muss der kurz was schreiben.
Vielleicht zu guck's bei einem anderen. Vielleicht zu inspirieren, was man reinbringen kann. Ich nicht verstehen. Ja, gibt halt so und solche Leute. Natürlich juckt es eigentlich nicht, aber wenn es dann teilweise auf in ein gewisse Maße annimmt, sag ich mal, und du dadurch nur noch Nachteile hast, ist halt schwierig. Du, ich hatte früher ganz entspannt, was wir gespielt haben, hatte ich auch, jetzt musste ich doch ein bisschen wieder mit Zahlen leider kommen, weil es hatten wir auch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe Videos gesehen von mir, da waren wir vor vier Jahren oder so, da hatten wir auch easy viel mehr im Chat und auch viel mehr Subs oder Dinge. Es ist ja, ich muss ja trotzdem mit diesen Zahlen kommen, geht ja nicht anders. Hat sich halt alles zurückentwickelt. Minus 1000 Follows und also alles zu 90% weniger, als es vorher war. Und das hat mit diesem Eintreffen dieser Ghost Viewer zu tun. Erst als die gekommen sind, sind die echten gegangen. Also nicht jetzt alle, aber die meisten. Und das ist ja auch besser für euch. Wollt ihr nicht in einem Chat sein, wo die Menschen da sind und ab und zu mal ein bisschen quatschen, anstatt in einem Chat zu sein, der Computer beinhaltet? Ich mag Computer. Ich mag Computer auch, aber die Terminator und so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe schon so viele Verweise bekommen, sag ich mal. Dass ich eigentlich von der Schule fliegen müsste. Aber ich habe es dann immer ignoriert. Und... Ja, dann gib Bescheid. Wenn du was Neues machst, irgendwie... komm mit. Ja klar, mache ich ja. Also die sowieso jetzt immer da sind, die kriegen es ja eh mit, weil ich es denen sag. Die halt Bock und Interesse haben, sollen mir per Discord oder per Twitch eine PM schreiben. Hey Gex, ich sag mir bitte einen neuen Channel. Ich habe schon ein paar Anfragen bekommen. Ich habe dann gesagt, du, ich kann dir momentan nichts sagen, weil es existiert noch kein neuer Channel. Gibt's nicht mehr, noch nicht. Erst wenn ich das gemacht habe, schreibe ich das. Euch, ihr müsst es mir nicht sagen, ihr seid sowieso immer da, ihr kriegt sowieso mit. Die täglich halt da sind, die kenne ich ja, das ist ja gar kein Problem. Die selten da sind oder lurken, die können das ja genauso mitmachen, das ist ja kein Problem, den schreibe ich ja kurz. Also ich bin da kein Problem. Ich werde es auch nicht publik machen, ich werde einfach nur das so machen. Erstmal komplett, sage ich mal, inkognito. Was dem Großen und Ganzen nichts dazu beiträgt, aber ich teste es erst einmal. Weil, einfach ein leerer Channel. Es wird nichts angezeigt, keine Follows, keine Subs, keine Dinge, es wird alles nicht geben. Es ist einfach nur ein Channel, wo ich da bin und ihr seid da, wenn ihr Bock habt. Also, das verstehe ich schon. Hier wird irgendwas suggeriert, was nicht da ist. Und das möchte ich nicht. Ich bin immer real gewesen, ich habe euch alles gesagt, wie es mir geht. Ich habe euch auch sehr, sehr vieles geleakt in diesem ganzen Jahr. Und ich möchte nicht euch irgendwelche Sachen zeigen oder machen, was es nicht gibt. Und es geht, für Newcomer ist alles total schwer, aber für Leute, die es 8 Jahre lang machen, ey du, ich habe nie irgendwie Bock auf irgendwelchen komischen Durchbruch. Ich möchte nur, dass alles legit, dass es abläuft. Legitim hier. Mir egal, auch wenn es bleibt bei 2 Zuschauern, ist mir wurscht. Ich werde also ich habe viele tolle Leute kennengelernt, aber ich habe auch 90% der Leute sind wirklich nicht so toll. Und leider überwiegt manchmal das Negative. Aber trotzdem gibt es halt immer ein paar Meilensteine in dem Ganzen, was das Ganze wieder rausreißt. Aber auch gerade wegen denen möchte ich, dass es wirklich real ist, weißt du? Und
Ja, klar, na klar, Scary. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe auch versucht, auf andere Plattformen zu gehen. Also, Instagram habe ich ja nie angefangen, aber Twitter habe ich einfach jeden Tag gepostet, was ich hier mache, auch immer Dings da. Dann habe ich auch jeden Tag bei YouTube wieder Videos rausgemacht. Bringt das alles, interessiert kein Schwein alles. Das sind dann ein bis zwei Views. Das waren meistens die eigenen Views, wenn du das Ding schneidest oder bearbeitest. Danach nochmal irgendwas. Dann Titel machst oder so. Ja, der hat ja mehrere Firmen. Der hat drei oder vier Firmen laufen. Darüber, das ist ja gar kein Vergleich. Darum geht's ja nicht. Mit so einer Reichweite kommen auch große Sorgen und Probleme. Und Geld kann nun mal nicht alles. Geld kann nicht alles lösen, aber viele, viele Probleme erstmal wegnehmen. Ja, natürlich sieht es keiner aus. Genau. Außer das jetzige, das wieder eines der erfolgreichsten Videos ever. Was mit diesem Ende. Ich müsste nur solche dramatischen Sachen machen. Ich hätte echt übertreiben sollen. Noch ein bisschen Tränen rein, alles. Ich habe gewisse Sachen vermieden, damit ich mich da nicht reinsteige und nicht emotional werde. Ich habe versucht, so professionell wie möglich das zu regeln. Hätte noch ein paar Sachen droppen können, was halt vorgefallen ist oder warum ich das halt auch noch zusätzlich mache, was keiner weiß. Dass es mir halt dadurch auch noch nicht gut geht, auch psychisch und alles. Weil mir auch viele Sachen verwehrt geblieben sind, deswegen extra gesagt, auch mit dem Finger auf mich gezeigt. Du Gags, du hast das und das und nee, mit dir wollen wir nicht. Und ich extra nachgefragt habe, hey, ich kann nichts dafür, das bin ich, aber mir wurde einfach in die Fresse geschlagen. Das habe ich euch alles nicht erzählt. Also, wenn du etwas 8,5 Jahre machst und du 24/7 das machst, was glaubst du, was für eine große Überwindung das für mich ist, zu sagen, stopp, bisher und nicht weiter. Und das, was ich euch erzählt habe, ist ein ganz, ganz kleiner Teil, was eigentlich vorgefallen ist. Und ich gelernt habe mit diesen Jahren, oder mit diesem Langstream besonders, negative Sachen aus dem Stream teilweise rauszuhalten. Was auch Jens gemeint hat. Leute kommen aus der Arbeit, wollen nur ein bisschen Spannung und da labert er von Krankheiten, von negativ, hier negativ da. Ich werde diesem neuen Stream nie wieder erzählen, wie es mir geht und was und wer ich bin. Ich bin einfach da und fertig. Es interessiert keinen. Als ich das die Jahre zuvor so gemacht habe, war das okay. Ich habe nie irgendwas über mich erzählt. Nie geleakt, wie es mir geht, was mir ist. Ich habe zwar gesagt, ich habe Fußschmerzen, ich habe damit zwar Probleme und so und kann nicht wirklich gehen, aber das ist halt so. Mal schlechter, mal besser. Wenn ich frage, wie es mir geht, sage ich, passt. Also okay, danke, wie geht's dir, wie ist das Wetter? Als ich es so gemacht habe, aber trotzdem war immer ich. Ich musste nicht immer alles zu meinem Privatleben preisgeben, aber in diesem einen Jahr habe ich halt, sage ich mal, 80% alles preisgegeben von mir, was es halt so gibt, zu wissen gibt, außer halt die ganz privaten Sachen. Das ist ja auch scheißegal. Und je mehr ich da preisgegeben habe, desto mehr Faker sind gekommen und desto mehr Real-Leute sind gegangen. Und was glaubt ihr? Ich habe über 12.000 Streamstunden oder sogar, ich weiß nicht, sogar mehr, keine Ahnung. Dass wenn ihr hochrechnet, ist es über die letzten 8 Jahre pro Tag 3-4 Stunden. Ihr müsst vorstellen, jeden Tag. Wenn ihr mal einen Tag nicht streamt, müsst ihr den nächsten Tag 8-9 Stunden machen. Naja gut, das sind extrem bescheuerte Beispiele, also bescheuerte Leute. Und die als Beispiel zu nehmen, ist ja auch richtig, aber das, durch diese Dummheit von denen haben sie ja auch Popularität erreicht. Weißt du, die Leute sind auf das reingefallen. Das sind ja wirklich, sag ich mal, Faker vor dem Herrn. Oder Cheater vor dem Herrn. Ich kenne die Stories. Dem ganzen Fake-Gedönse da anrufen oder irgendwelche Kurse geben oder nach Dubai und dies und das und lernen mal Share, Dreck, Fake-Videos und bla, ich weiß das ja alles. Aber das ist ja halt, sind immer diese Extrembeispiele. Das ist ja, kann man halt dann nicht auf die, ich sag mal, normalen Leute anwenden. Genau, dumm und anspruchslos. Und ja. Ich bin halt jetzt nicht unbedingt so ein typischer Streamer, der Digger und tausendmal das Wort Huren nutzt oder sowas. Oder Digi sagt und was weiß ich, oder irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen post. Ich
bin, wie ich bin und ich guck halt dann. Aber ich werde dann, wie gesagt, trotzdem, egal wie ich es mache, nichts mehr über mich erzählen. Die, die es jetzt wissen, wissen es. Und die Neuen, die werde ich nur noch oberflächlich behandeln. Ich werde auch keinem Mensch mehr für irgendwas danken. Also für, wenn gut, wenn mir einer Geld schenkt oder irgendwas, sage ich schon danke, ist ja okay. Aber nicht für ein Follow, nicht für, dass er irgendwas im Chat schreibt, weil es scheißegal ist. Der tut Followed und gut nächsten Sekunde wieder entfollowen. Das ist die, der größte Fehler, den du machen kannst, sich bei einem Menschen zu bedanken, weil der bedankt sich, lacht sich, du bedankst dich und du lachst dich in Fäusten und verpisst dich wieder. Bringt nichts. Gar nichts, weißt du? Du kannst, es ist halt Blödsinn. Man hat es viel bei mir gesehen. 9.880 Follows und danach einfach weniger und die Leute quollen als Spaß und tun wieder das wegmachen. Es wird, ich werde mich, also ich werde das quasi so behandeln, so wie ich die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Für mich ist jeder ein Freund. Kann jeder reinkommen, fragen, hey, wie geht's dir, kannst du mitspielen, alles gut bei dir? Ich gehe auf jeden Menschen eigentlich positiv zu. Nur wenn man mir blöd kommt, komme ich halt auch blöd, aber ich muss halt auch nicht übertriebene Dankbarkeit zeigen für nichts, was eigentlich nichts wert ist, was ich auch nie gemacht habe. Ich habe nur gesagt, ja, mehr ist wie die Dinge fertig. Und das werde ich ja halt doch jetzt noch weniger dozieren. Ich werde bleiben, wie ich bin. Ich werde mich nur nicht mehr öffnen, ich werde nicht mehr zeigen, wer oder was ich, was in mir vorgeht. Und ich werde, ja, nur das Notwendigste machen, mehr oder weniger. Damit die Leute nach Hause können aus der Arbeit, schön entspannen, chillen und ein bisschen Gang mit Gags lachen oder Zeit verbringen, keine Ahnung. Aber nicht sich irgendwelche Gedanken machen müssen. Und wie auch Jens gestern gesagt hat, wir hatten das Thema gestern schon, dass kranke, behinderte Menschen oder was auch immer, sieht die Gesellschaft nicht gerne und hält sich von den ganzen fern meistens. Weißt du? Man mit Absicht sieht man das nicht, damit man da nicht, was hast du gestern gesagt, Jens, weißt du noch? Dass sich die Leute fern davon halten. Deswegen, wenn einer fragt, hey, ich bin topgesund und bin Hochleistungssportler. Ist doch scheißegal, ob es ist oder nicht. Die Wahrheit hat mich im Leben dazu gebracht, wo es jetzt ist mit diesem Kanal. Dass ich jetzt Technikus, Jens und die anderen kennengelernt habe, gut, jetzt Mien abgesehen von Dave und so, kennengelernt habe, ist natürlich super toll, super Segen. Aber das sind ja auch solche Ausnahmeleute. Die hat man ja sehr selten. Was auch gut ist, wenn man die nicht hätte, dann... Also ich muss ehrlich sagen, Techni, wenn ich dich nicht hätte, wäre ich nicht gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich gewisse Leute im Chat nicht hätte, wäre ich tot. Real Talk, ich wäre einfach tot. Ich würde sterben. Ich würde im Sarg liegen. Das ist einfach... Das ist jetzt nicht einmal, weil ich depressiv bin oder so im Scheiß. Das ist einfach Real Talk. Vollkommene Ehrlichkeit und vollkommene, keine Ahnung, Hingebung, Kappa. Ist so. Und ihr wollt gar nicht wissen, was alles vorgefallen ist, wie ich letztes Mal fünf Tage offline war. Ich hatte eine verfickte Vergiftung und bin fast gestorben. Ich musste aus allen Löchern gleichzeitig. Schießen. Das, was mir gerade passiert ist. Themenwechsel. Ja, bitte? In der letzten Kurve ist mir der Sprit ausgegangen. Boah, trotzdem hast du eine Zeit geschafft, gerollt eine bessere Zeit, oder? Ich bin in die Box reingerollt. Okay, ja. Hab mein Preset angepasst mit Sprit und bin noch bis in meine Boxengasse reingekommen. Ja, geil. Super. Das ist mir auch schon vorgestern passiert. Ich bin bei der vorletzten Kurve ist Sprit ausgegangen und bin noch auf der Zielgeraden in die Box reingerollt. Da, wo die Box Ding war, stehen geblieben. Aber der Crew Chief hat so ziemlich jeden Spruch losgelassen, den er hatte. Ja, schnell, wer kam Sprit mehr? Bitte, bitte. Tanken in die Box, bla und bla, weißt du? Ja, ja. Aber was ich nicht verstehe, siehst du bei deinem. Nee, du siehst in deinem S-Tracker auch wieder nicht deine eigene Zeit. Ist nicht da. Das ist aber auch. Ich glaube, da ist bei der Installation tatsächlich was schiefgelaufen. Ja, ich bräuchte, wenn es geht, deine Files oder was du mir schickst. Damit ich es einfach überschreibe. Soll ich einfach mal
Das also packen und dir schicken, oder? Ja, bei Gelegenheit. Muss nicht jetzt machen. Ist nicht schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich die Zeiten von anderen nur sehe. Meine Zeit sehe ich ja sowieso mehrfach. Kurz schauen, was Wolfnacht schreibt. Also, ich kann nur von mir aus nur sagen, ich habe zwischendurch deine nächtlichen WoW angeschaut und gucke ab und zu mal rein. Ja, das weiß ich ja. Ich sehe ja, wer ab und zu reinschaut. Von deinem Krankheitsbild habe ich so gut wie nichts mitbekommen und will sie auch nicht wissen. Das ist auch okay, muss man ja auch nicht. Das ist, will ich auch eigentlich fernhalten, aber 24-7 erfährt man halt viel. Schon aber zu gerne, was du so machst, wenn es mich halt interessiert. Ja, das passt ja auch. Das ist ja auch okay. Das ist ja vollkommen, ist ja perfekt so. Genau, das ist ein normales Verhalten, aber das ist ein normales Verhalten nicht, wenn du... Ich habe so viele Sachen geschickt bekommen und Blödsinn. Es ist einfach, es geht halt nicht mehr so. Ich habe euch ja viel nicht gesagt, was ich auch nicht erzählen alles, aber es hat viel passiert, was das nicht mehr... Ich kann es nicht mehr tragen, so wie es ist. Tragen und ertragen. Ich würde jetzt am liebsten meinen Bildschirm teilen, Gex. Ich stehe in der Box. Meine beiden Hinterreifen sind rot. Ja. Und während ich in der Box stehe, werden die blau. Also ja, blinken, kalt. Werden blau. Passt ja. Und dann, ja, und dann wird rot, oder was? Und dann werden die wieder rot. Also, ne, über orange. Ich habe das auch nicht gecheckt. Ich habe rote Reifen, stehe da und die werden nicht kalt. Es ist auch ein paar Mal so. Aber jetzt verändert sich zumindest was. Ja? Ist bei 55 Grad. Das ist einfach die Anzeige, die er spinnt, denke ich. Kann sein, ja. Die Farben, ne? Ja. Ja, das finde ich okay, Wolf. Aber ich kann nur sagen, dass ich viele komische Diskussionen, viele böse Sachen hatte mit Partnern, mit der Plattform selbst, mit vielen Leuten, wo das nicht mehr tragbar ist. Wie es hier läuft, so durch diese Sachen. Und dass ich da dass ich einfach versuche, das loszuwerden. Ich hatte davor ein paar Streamer, mit denen ich immer gern zusammengestreamt habe oder so. Ist nicht mehr. Wollen wir mir nichts mehr zu tun haben. Was ja auch okay ist. Aber der Grund ist halt nicht, weil ich mich verändert habe, sondern weil das mit diesem scheiß Viewern so ist. Ich brauche auch von niemand irgendwas. Ich will auch... Also, mit jedem, der mal irgendwie zusammenkommt oder streamt, will immer nur irgendwelche Sachen von dir abhaben. So, ne? Wollen immer ja Zuschauer hier und da. Ist von mir aus. Dave kommt ja auch rein und sagt, jetzt Gagstream nicht mehr, folgt mir jetzt. Dann haben wir 3 Follows bekommen, habe ich gesehen. Ist halt ein Arsch wie der andere. Das wird's erwarten. Ja, aber... wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will, so dass es halt, dass das Ganze komplett negative Richtung genommen hat. Ja, das ist geil. Das fand ich auch geil. Immer wenn ich gewisse Themen angefangen oder Probleme gehabt, da sind doch welche gekommen und haben dann doch reingeschrieben, die manchmal nur lurken. Das fand ich ja super, Dolfnacht. Hat ja auch, war ja auch toll. Dieser Knast. Was ist denn eigentlich meine Bestzeit? Ich kann die mit dem, gut, ich fahre jetzt auch nicht wirklich so, aber... Weißt du, woran das lag? Was denn? Weil ich noch im zweiten Gang war. Als ich in die Box gefahren bin und als ich nach dem Tanken wieder freigestellt wurde, war ich immer noch im zweiten Gang. Okay. Und dann haben sich die Reifen die ganze Zeit gedreht hinten. Ach du Scheiße. Echt? Bin ich einmal in Leerlauf gegangen. Mhm. Jetzt ist es aus. Jetzt werden die Reifen kalt und die Farbe ändert sich nicht mehr. 1,41,9. Ja, vernünftig. Fährst du die gleiche Klasse, die ich fahre? Nee. Ich fahre GTE, du fährst GT3. Ich fahre eigentlich eine stärkere Klasse. Ja, okay, dann brauche ich mich wegen der Zeit ja nicht zu wundern. Aber du kannst die gleiche Zeit erreichen mit dem. Habe ich auch gemacht. Also zumindest letzte Strecke.
Mach ich sowieso. Pink, mach ich sowieso. Und Follows oder irgendwas, Follows, Subs und Ding ist mir wurscht im Endeffekt. Ich werde doch vielleicht weiter 24/7 machen und einfach nur einmal die Woche da sein oder so, keine Ahnung. Vielleicht kann ich nächste Woche einfach ein bisschen Fernsehen schauen, mein Pimmel spielen und bin zufrieden. Irgendwann, es tut der weh, da muss ich wieder aufhören. Mit dem FOF, ja. Habe ich das richtige FOF gefunden, weil ich jetzt in der Küche sitze an einem anderen Monitor, der etwas größer ist und kann ich ein bisschen mehr sehen. Habe es aber trotzdem ein bisschen auf kleiner reduziert, da ich das Ganze so, da ich eh blind bin mit meiner Brille und immer wieder schlechte Sicht habe, besser so einschätzen kann. Ja, habe so grob das FOF gefunden. Weiß ich nicht, was bin ich denn mit dem anderen Ding gefahren? Mit der gleichen Klasse. Mit der Mit der gleichen Klasse bin ich gefahren 1,426. Ja, das ist ja. Ist ja noch besser. Was bist denn du jetzt gefahren? Ich bin 1,47 gefahren. Das ist ja noch besser. Entschuldigung. Ich wollte doch nur. Egal, vergiss, du hast nur gefragt. Jo, wir machen einfach.